Ja, hallo lieben Christian Schemeier, Paterer, Beziehungscoach, Psychologe. Ja, heute haben wir eine sehr coole Mail, wenn auch solche Fragen und Antworten haben wir, das kannst du bei einem Formular auf liebeschipp.de tun. Ja, es ist teilweise eine Mail über Männerfreundschaften, ist aber auch eine Erfolgsmail, was das Thema Manifestationskurs angeht, der ja auch noch aktuell läuft, kannst du noch einsteigen. Außerdem haben wir gerade People-Pleaser-Wochen in Kurzvideos, da der Kurs da gerade deutlich reduziert, verlinke ich nochmal hier drunter, auch in der Liebeschip-App. Ja, kommen wir mal zu der E-Mail und nachher gibt es noch so ein paar Liebeschip-Interner, sage ich mal, bleib also gerne dran. Genau, Nachricht von Putinowskow und er schreibt, lieber Christian, ich bin ein großer Fan deiner Arbeit und würde mich freuen, wenn du mal ein Video zu toxischen Freundschaften aus Männersicht machen könntest. Vielleicht ist meine Geschichte ein guter Anlass dafür. Kurz zu mir, ich bin männlich und Ende 30. Deine Kurse haben mir vor einigen Jahren geholfen, meine Liebessucht nach einer toxischen Beziehung zu verarbeiten. Dank deiner Kurse und der weiteren Arbeit an mir, eben der Gruppentherapie, habe ich viel über mich und mein Beziehungsverhalten gelernt. Seitdem bin ich unglaublich viel selbstbewusster geworden und kann sehr viel besser für mich einstehen. Kann auch Selbstbehauptungskurs sehr empfehlen, der war ja gerade. Das kann man wirklich sehr gut üben, absolut, ne? Bullshit von Frauen erkenne ich viel schneller und bin sogar zu einem Punkt gekommen, dass er mich körperlich abtönt. Ja, da kann man hinkommen, da kann jeder von euch hinkommen. Das ist wie mit Klavierspielen, also es ist, irgendwann geht es halt in Fleisch und Blut über so, ne? Oder Fahrradfahren und man muss nicht mal drüber nachdenken, ne? Seit knapp 3 Jahren führe ich eine wunderbare, weitgehend dramafreie Beziehung auf Augenhöhe mit einer tollen Frau, mit der ich so inzwischen verheiratet bin. Nun zu meiner eigentlichen Frage. Nachdem ich das Beziehungsthema bearbeitet hatte, habe ich festgestellt, dass mich auch manche meiner Freunde nicht gerade nett behandeln. Jedoch fehlt mir in Freundschaften häufig noch die Klarheit, wie ich damit umgehen soll. Durch die Arbeit an mir selber habe ich eine gewisse Härte zugelegt, die ich euch allen empfehle. Also es ist wirklich eigentlich in vielen Punkten hier ein Erfolgsmittel, wie ich gerade feststelle. Durch Härte zugelegt, ich frage mich aber nur manchmal, ob ich zu hart reagiere, Menschen zu vorstellen, aus meinem Leben verbanne. Ja, aber in Freundschaften sollte man da auch immer ein bisschen, ja, muss man nicht unbedingt vorsichtiger sein, aber Freundschaften kann man ein bisschen mehr zuschauen, finde ich, als wenn man so toxische Liebessucht hat. Obwohl man kann auch zu Freundschaften liebessüchtig sein, geht durchaus. Vor 2 Jahren bin ich mit 2 guten Kumpels im Sommerurlaub auf Malle gewesen. Was als Männertour mit viel deutsche Vita und etwas Kultur geplant war, verwandelte sich schnell in eine 2-gegen-1-Dynamik. Beide Kumpels kannte ich schon viele Jahre. Wir waren eng befreundet und hatten auch schon viel zusammen erlebt. Auf der Reise fing Kumpel 1 an, immer häufiger gegen mich auszuteilen. Ja, also ich kann euch aus meiner eigenen Lebenserfahrung sagen, was wirklich einer der härtesten Pillen ist, die ich in meiner Liebeschip-Arbeit zu schlucken musste, so, dass, also kleine Side-Story hier, dass ich auch scheinbar viele Männer oder Männerbekanntschaften, also jetzt die guten alten Freunde, jetzt nicht unbedingt, aber oder so Halbfreunde oder neue Freunde offensichtlich extrem angetriggert habe, einfach nur damit, dass ich, ja, ich meine, ich bin relativ erfolgreich, so, ne, und allein das führt schon, hatte ich den Eindruck, also hatte da wirklich diverse, kein Moment mehr zu erzählen, wenn euch das interessiert, diverse Erlebnisse, wo ich einfach nur mit den Ohren geschlackert habe, wo ich gedacht habe, wie Männer so auf mich reagieren, wie angepisst und wirklich im Ego und auch nicht gönnen. Das ist so, man kann ja auch jemanden gönnen einfach, ne? Also hatte die Freunde, die waren auch sehr erfolgreich und dann war ich plötzlich viel erfolgreicher und das ging auf einmal gar nicht irgendwie, ne? Ja, so ist die Welt. Also kann ich total nachvollziehen auf jeden Fall, ne? Zunächst waren es nur kleine, vermeintliche, lustige, gemeinte Sticheleien, die daran übergingen, dass er bewusst nicht zuhörte, wenn ich etwas sagte. Also Sticheleien sind dann so typisch leider und da kommt ja gleich noch mehr, habe ich glaube ich so auf den ersten Blick gesehen. Du bist scheinbar auch sehr, also allein schon, dass du jetzt tolle Beziehungen hast und kommt gleich noch, was du auch beruflich oder irgendwie wohnortmäßig da coole Sachen machst und das reicht schon, ne?
wenn man sich aus dem Sumpf erhebt, das gefällt den Leuten nicht, die da sind. Da kannst du denen auch sagen, vor allem, wenn die da nicht an dem Punkt sind, ist auch okay, ne? Du könntest ja sagen, ja, mach doch auch die Arbeit, ne? Guck dir auch mal den Hemmschi an, ne? Den Typen da. Oder mach die folgenden Kurse oder was auch macht man, oder mach irgendwas anderes. Aber wer nicht an dem Punkt ist, der ist nicht an dem Punkt, aber das führt leider häufig dazu. Ich sage ja mal, die Leute, die so energetisch, ich will das jetzt nicht bewerten, weil jeder steht auch wiederum am Punkt, wo einen andere schon überholt haben. So, mich haben bestimmt auch schon Leute überholt und was weiß ich. Und aber man neigt, viele neigen halt dazu, einen wieder auf das eigene Niveau runterzuziehen. Das ist dieses Gestichel so, ne? Also ist meine Meinung zumindest, ne? Da kam blöde Anmachen und respektlose Forderungen an mich. Zum Beispiel wollte er von mir, jetzt bin ich aber gespannt, dass ich mit meinem Handy den ganzen Urlaub hotspotte, weil er zu faul war, sich für ein paar Euro eine italienische SIM-Karte zu holen. Achso, es war jetzt nicht Malle, es war Italien, okay. Ja, kein Problem. Italienische SIM-Karte zu kaufen. Ich muss sagen, das sind diese typischen Sachen, vor allem wenn du, deswegen, guck da wirklich mal diese People-Pleaser-Thematik rein, wenn du kein People-Pleaser mehr bist. Früher hat es vielleicht gemacht, so, ne? Vielleicht macht er auch nur die Sachen, die er früher auch gemacht hat und dir fällt es jetzt auf, das kann auch sein. Aber das ist schon typisch dieses, weiß nicht, vielleicht denkt er auch, du hättest jetzt mehr Geld, also das, ich habe sowas reihenweise erlebt. Weiß ich nicht, kann ich mal ein Auto fahren und keine Ahnung, was ich so. Ist ja auch nicht schlimm, das bestimmt, das muss auch nicht immer überhaupt nicht böse gemeint sein oder so, ne? Aber dieses, dass man so partizipieren will am anderen und wenn man das so nett macht, ist ja auch okay noch so, ne? Wenn man es so ganz nett fragt. Aber trotzdem kommt sowas in Freundschaften, kommt das natürlich nicht so gut, ne? Das muss man schon ganz klar sagen, ne? Aber das ist genau diese Art, ja genau, also es wird da eben nicht nett gemacht und ja, es geht darum einfach sich an dich dran zu hängen, so energetisch, ne? Geld ist ja auch Energie und wie gesagt, das sind so Sachen, die hätte man früher vielleicht auch liegen gelassen und jetzt nervt sich halt, weil du an dem Punkt bist, ich sag ja, wenn man das Bewusstsein sich erweitert, nerven dann immer mehr Sachen. Ja. Als ich ihm dann nach 2 Tagen sagte, soll sich endlich eine eigene SIM-Karte kaufen. Ja, also herzlichen Glückwunsch von mir, fühle ich gut. Lachte er mich aus und bezeichnete mich als geizig. Ja, da haben wir es ja. Das ist genau, was ich vermutet habe. Also du bist jetzt, hast mehr Ressourcen, er ist neidisch und jetzt, da kannst du doch wohl wenigstens, also auch gar keinen Respekt dafür, keinen fucking Respekt. Sorry, das finde ich total toxisch, ne? Sag ich ganz ehrlich, aber ich kann da so zu relaten, ey. Da hängen wir uns doch mal dran. Du hat doch viele Ressourcen, da kann man wohl mal die SIM-Karten kaufen für uns, so, ne? Ekelhaft. Und ich finde ja immer gut, wenn man selber, ich persönlich bin eigentlich schon ein sehr freigebiger Mensch, aber ich kann das nicht ab, wenn man da nicht dankbar für ist, so, ne? Und dann, weiß ich nicht, gebe ich lieber auch gar nichts. Ich hasse das und sowas. Also der wäre mir auch wieder Klappe gefallen und oh. So von ihm angestachelt stieg auch Kumpel 2 immer mehr auf die Sticheleien, sodass die Dynamik langsam immer mehr zu meinen Lasten kippte. Also ich kann mich nur erinnern, sorry, ein bisschen Märchenstunde mit Christian heute. Ich war mal vor vielen Jahren, gerade als ich anfing, echt erfolgreich zu werden, war ich in so einem Gruppenkontext, wo es eigentlich um beruflichen Erfolg ging. Ne? Mehr will ich jetzt mal gar nicht sagen dazu und ich werde nie den Tag vergessen, wo ich da, also waren wirklich alles nette Typen, die übrigens also bis auf einer schon noch, keiner mit mir in Kontakt geblieben ist, aber gut, das ist vielleicht ein anderes Thema. Werde ich nie vergessen, wie ich da angekommen bin, habe gesagt, boah, ich habe gerade so einen Aufschwung im Leben, ich habe hier tolle neue Freundin, was weiß ich, war auch ein bisschen jünger und habe mir gerade einen Ford Mustang gekauft. Ich verdiene richtig Geld und das Leben ist geil und dann haben wir es wirklich, die ganze Gruppe, bis auf 1, 2 Leute, wie gesagt, ist auf mir rumgetrampelt, 2 Stunden lang, ne, wie, was. Und es war, ich habe das gar nicht böse gemeint, auch nicht, dass ich besser bin als andere oder irgendwie sowas, aber
einfach nur, ich war einfach happy, also ich einfach nicht mehr was erreicht habe im Leben und dann wurde nur, wie gesagt, nur auf mir rumgetrampelt und gesagt, okay, diese Gruppensituation werde ich jetzt verlassen, das ist nicht mehr stimmig für mich und aber keine Ahnung, die haben das schon mal ganz anders erlebt, ich weiß nicht, aber das ist leider genau das, was ich auch sehe. Ja, übrigens das mit dem Manifestieren kommt gleich noch. So, oh Mann, ey, das triggert mich richtig ein. So, auch hier wirst du quasi aus der Gruppe ausgeschlossen jetzt so, ne? Sagen wir mal, wie es ist, ne? Wenn ich mich an Gesprächen beteiligte, ignorierten mich beide oder taten so, als verstünden sie es nicht, was ich sagen will. Oh Mann, das ist wie schrecklich das im Urlaub, ey. Meine Vorschläge für gemeinsame Unternehmungen wurden lächerlich gemacht. Oh. Nachdem ich mir das 2 Tage anguckte und versuchte, die Sticheleien zu ignorieren, platzte es am 3. Tag nach einem weiteren blöden Spruch aus mir heraus. Ich sagte beiden, dass ich ihr Verhalten absolut respektlos finde. Willst du von mir nichts anderes hören? Ne? Also ich bin komplett bei dir, komplett. Und keinen Bock auf die Scheiße habe. Daraufhin entschuldigen sich beide halbherzig. Kumpel 1, der immerhin wollte, mich gönnerhaft auf den Arm nehmen und meinte, dass doch alles nur Spaß sei. Aber das meinte er sicherlich komplett ernst. Aber da kann man auch nicht, ich weiß nicht, natürlich sollte man immer versuchen zu reden, aber meine Erfahrung ist, dass Reden ganz häufig nichts nützt. Das, ja, also wollte nur Spaß, ja. Und ich mich nicht so anstellen soll. Aber das sagen natürlich, das ist natürlich immer gerne der Spruch von Leuten, die so zumindest zeitweise in so einem, sag ich mal, minuspoligen, vielleicht ein bisschen Ego-Verhalten sind. Das ist, was die dann immer sagen, wenn du dann sagst, ey, jetzt hör mal auf damit. Dann, sei doch nicht so empfindlich. Sei doch nicht so empfindlich. Ja, bist du aber. Ja, außerdem ist es nicht empfindlich. Das ist einfach, was wir gestern auch schon hatten, das ist normales, normal decency, wie die Engländer sagen. Also normales, anständiges Verhalten, was hier nicht passiert. So, ne? Völlig richtig, wie du reagierst. Ne? Kumpel 2 reagiert etwas betretener, pflichtete ihm aber bei. Danach hörten die Sticheleien zwar auf. Sehr gut. Ich fühlte mich aber nicht mehr als Teil des Trios. Ja, da ist der Knacks da, ne? Das, so einmal Vertrauen gebrochen und dann nicht gleich wieder komplett zurückgerudert, das, was sie dann machen können und sagen können, oh, scheiße, wir sind echt neidisch und tun uns echt leid, das ist irgendwie, sind wir ins Ego gegangen, das würde ja völlig ausreichen, ne? Dann nicht gut, ne? Stimmung war für den Rest des Urlaubs entsprechend komisch, ich mache das Beste aus Situationen, zog weitgehend mein eigenes Ding durch. Die letzten Tage waren wir in Venedigilia und ich verabschiedete mich morgens allein zum Sightseeing und traf die beiden erst zum Abendessen wieder. Am letzten Tag der Reise fuhren wir gemeinsam zum Flughafen, flogen aber in andere Richtungen. Beim Abschied entschuldigten sich beide noch einmal. Ich nahm den, ja, immerhin, das ist schon mehr als die meisten Menschen machen würden, glaube ich, das in dieser Situation. Das ist schon mal gut. Ich nahm die Entschuldigung an, spürte aber, dass die Beziehung so Kumpel 1 für mich irgendwie durch war. Ja, ich kann das so nachfühlen. Ich kann, also das ist jetzt so die Härte, die ich eigentlich empfehlen würde. Aber die kommt natürlich mit einem Preis. Ne? Also ich könnte es auch verstehen, wenn andere hier, die das jetzt hören, andere Entscheidungen treffen und sagen, nee, ich will einfach nicht so hart sein. Das kann ich auch verstehen. Also ich kann auch nicht mehr anders. Für mich ist auch einmal so richtig scheiße behandelt. Ist für mich auch durch. Ich kann auch dann nett reden oder so, aber es irgendwie hört mich so dermaßen ab, also in Freundschaften und so. Aber vielleicht würden andere sagen, ich kann das, wie gesagt, es ist eigentlich genau, wie ich auch ticke jetzt. Aber kann man natürlich diskutieren, ob das zu hart ist. Ne? Aber man kann auch du kannst da wahrscheinlich nichts gegen machen. Ne? Ein paar Tage später kann man nach Berlin, wo ich damals wohnte, weil seine eigentliche Übernachtungsmöglichkeit im letzten Moment ausfiel, fragte er mich, ob er spontan für eine Woche bei mir unterkommen könnte. Ach, das geht dann aber wieder. Aber okay, seid Freunde. Ich lehnte das ab, weil ich erstmal Zeit für mich brauchte und ihn nach diesem Verhalten nicht mehr in meiner Wohnung haben wollte. Kann ich total verstehen. Ich gebe nur zu bedenken, dass das auch natürlich eine ziemliche Watsche ist für ihn so, ne, für deinen Freund. Also zu sagen, ey, du kannst nicht bei mir schlafen für einen guten Freund, ist natürlich, also verbessert eure Beziehung jetzt natürlich nicht, ne.
Da könnte er jetzt, würde er jetzt vielleicht sagen, Alter, ich durfte nicht mal beim Schlafen. Also, aber ich will das jetzt nicht sagen, ob das falsch oder richtig ist. Für dich war es richtig, weil du es einfach nicht konntest. Ich könnte mir vorstellen, dass ich das nicht gemacht hätte. Also, ich hätte, glaub, okay, vielleicht ergeben sich nochmal gute Gespräche. Das hätte ich wahrscheinlich gemacht. Ich hätte ihn wahrscheinlich bei mir schlafen lassen, glaube ich. Glaube ich tatsächlich. Und darauf gehofft, dass ich das auch noch ausbügelt und auch vielleicht in so einem Versuch selber jetzt nicht Tür so ganz zuzuschlagen. Das kann man vielleicht diskutieren. Aber schreibt es mal in die Kommentare, was ihr denkt. Wir trauen uns nochmal auf ein Bier, was von meiner Seite aber recht unterkühlt war. Ja, aber man ist für dich ist einfach. Wie gesagt, wir wissen ja auch nicht, wie sich das jetzt so anfühlt und vielleicht hat sich das einfach so falsch angefühlt und dann ist es auch richtig, wenn du sagst, du willst das nicht. Ne? Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen, da er in den USA in der Nähe von New York lebt. Kumpel 2, der in England lebt, du bist ja sehr, sehr polyglott unterwegs hier, sehe ich circa einmal im Jahr. Nun bin ich vor anderthalb Jahren mit meiner Partnerin nach New York gezogen. Oh, also wenn du Lust hast, schreib mir nochmal eine E-Mail, wie es da so ist, für mich mal interessieren, wie dir das da so gefällt, ist vielleicht auch gerade so in der aktuellen Situation in den USA. Also würde mich wirklich freuen, wenn du mir da mal schreibst, das würde mich echt total interessieren und auch wie das da so ist, da hinzuziehen und würde mich echt interessieren, also schreib nur mal eine Mail. Das kommt soweit auch okay für mich und ich hatte das Thema abgehakt, bis er sich vor 2 Wochen mal meldete. Er schrieb mir eine SMS, dass er nach Berlin komme und sich freue, mich zu sehen. Seitdem habe ich das Gefühl, mich wieder mit dem Thema auseinandersetzen zu müssen, obwohl ich das gar nicht will. Bei unserer Italienreise ist für mich damals etwas in unserer Freundschaft zerbrochen, was sich nicht mehr reparieren lässt. Ich habe das Gefühl, dass ich ihm auf einer ganz fundamentalen Ebene nicht mehr vertrauen kann. Das kann ich absolut verstehen und dann solltest du ihm es auch so sagen. Aber nochmal, ich würde mich vielleicht trotzdem mit ihm treffen. So, also vielleicht ist er jetzt am anderen Punkt und sagt, ey, es war echt total kacke und vielleicht, also ich würde schon bei Freunden eher dazu tendieren, nochmal, ist ja jetzt auch kein Riesenaufwand, ja, da nochmal, ja, auf jeden Fall, naja, ach komm, ich finde es auch krass, dass du jetzt auch nochmal nach Berlin kommst, naja. Also vielleicht kontaktiere ich mal, ich würde das echt interessieren, wie das in New York so läuft. Genau, aber da würde ich vielleicht doch sagen, aber ich will das ja, also ist jetzt einfach nur mal eine Idee, du machst, was du willst, ne? Dass man das vielleicht Treffen vielleicht machen sollte und einfach nochmal ganz klar sagen, wo du stehst, dass du gerade kein Vertrauen mehr zu ihm hast, aus den und den Gründen. Und wie gesagt, also vielleicht und wahrscheinlich wird es wieder ein doofes Treffen, aber dann hat man es vielleicht nochmal versucht. Aber du musst es auch nicht, du musst gar nichts, ne? Für mich ist es okay, dass wir keinen Kontakt haben. Ich habe auch keinerlei Bedürfnis, mit ihm zu besprechen oder erklären, sondern möchte ihn einfach nicht mehr in meinem Leben haben. Ja, das ist, ich mache dir da echt keinen Vorwurf, weil das ist, also die Härte, zu der ich auch gekommen bin, obwohl ich eigentlich früher ganz anders war, also ich kann das total verstehen, aber ich kann dir jetzt nicht zu 100% sagen, das ist nicht vielleicht ist es ein bisschen hart, ne? Also, aber zu dir würde ich es auf jeden Fall nicht sagen, du bist nicht hart genug, was ich oft sage. Also das ist natürlich die Härte, die dafür sorgt, dass man nicht mehr in toxische oder unbefriedigende Situationen kommt. Das ist genau die Härte, die dazu führt. Und die hat natürlich einen Preis, aber du bist ja bereit, den zu zahlen. Von daher ist alles gut, ne? Und vielleicht ist das auch eine Sache, man ist jetzt gar nicht so alt, aber vom Älterwerden, dass man sagt, ey, ich will einfach Frieden in meinem Leben haben. So, ich will mich nicht ärgern und ich will auch niemanden verurteilen. Und aber dann, ja, ich kann es total verstehen, so, ne? Andererseits habe ich ein schlechtes Gewissen, dass ich so hart bin. Also du entscheidest für dich. Und in dem Moment, wo du klar kommunizierst, was du willst und was du kannst und was du nicht kannst, musst du kein schlechtes Gewissen haben. Also musst du auch nicht jetzt, wenn ich sage, vielleicht würde ich dieses Treffen nochmal machen, so. Also das ist ja auch, wenn es, muss man es nicht machen. Also ich habe auch neulich mal wieder zu so einem wirklich meinen allerbesten Freund aus Kindheitstagen Kontakt gehabt und das hat sich auch schnell wieder verlaufen. Nicht, dass zwar irgendwas Blödes vorgefallen ist, aber keine Ahnung, er hat dann auch nicht mehr geschrieben oder so und ja, vielleicht passt es auch energetisch einfach nicht mehr, aber gut, er hat sich ja jetzt gemeldet. Also für den stimmt es scheinbar energetisch noch, aber muss ja für dich nicht stimmen, so, ne?
Ich gebe nur zu bedenken, also wenn du ihn absolut nicht mehr in deinem Leben haben möchtest, ist alles okay, dass das natürlich ist natürlich auch so eine Ansage, ich will dich nicht treffen, so, ne? Das wollte ich nur zu bedenken geben, so, ne? Und das heißt natürlich nicht, dass du dich ihm erklären müsstest oder so, das ist ja schon gesagt, was Sache ist, aber das kann man natürlich auch nochmal sagen, aber naja. Ich bilde mir ein, dass ich zu Unrecht so nachtragend bin. Das ist echt eine gute Mail, ey. Und eine gute langjährige Freundschaft einfach so wegwerfe. Was soll ich dazu sagen? Also ich hätte früher auch gesagt, ich bin, also ist das nachtragend, ist mal die Frage, weil nachtragend wäre ja, es hat sich jemand komplett entschuldigt und du bringst es aber immer wieder aufs Trapez. Das wäre nachtragend. In deinem Weltbild hat er sich ja gar nicht richtig entschuldigt, sondern nur halbherzig und also diese Entschuldigung oder dieses Glattbügeln hat ja nicht stattgefunden, so, ne? Und da muss ich auch sagen, da, heutzutage würde ich auch, also ich hätte früher auch alles runtergeschluckt. Also ich kann das einfach echt nachvollziehen. Ich würde mittlerweile auch sagen, ja, ich bin nachtragend, wenn Sachen einfach scheiße gelaufen sind und ist nicht aufgearbeitet worden. Wobei dein Kumpel schon mehr macht, als ich das so gewohnt bin, sag ich jetzt mal so. Der macht schon mehr. Also das ist zumindest ein Bemühen da, ne? Aber du musst gar nichts, ne? Und diese Art von Nachtragen darfst du sein. Das ist nicht verboten. Da gibt's, ich kann es total verstehen. Das ist eine Störung und die ist halt immer noch da, ne? Deswegen ist Nachtragen vielleicht nicht das perfekte Wort dafür, ne? In meinen Beziehungen war ich früher auf der People Pleaser. Ja, mach den People Pleaser Kurs. Mach die Selbstbehauptungs-Challenge. Auch eine super Kombi. Wie gesagt, auch alles in der neuen Liebeschip-App. Nicht, dass ihr die nutzen müsst. Das wollte ich sowieso mal sagen. Wo ihr die Kurse kauft, ist völlig wurscht. Für mich ist es sogar besser, ihr kauft sie über die Website, weil Apple und Google halt immer ein ordentliches Stück davon abnehmen. Ich würde es trotzdem promoten, weil ich mir vorstellen könnte, dass in Zukunft immer mehr die App nutzen. Und es ist egal, wo sie kauft. Also wenn ihr sie auf der Website kauft, könnt ihr sie in der App nutzen und umgekehrt auch so. Ne? Das spielt keine Rolle. Seitdem ich mit mir gearbeitet habe, kann ich das viel besser ablegen und komme auch leichter in meine Wut. Ja. Bei mir ist es eher so kalt werde dann, ne? Oh, ich kann es einfach nicht ab. Ich will auch gar nicht wütend werden, das ist schon so viel Energie. Aber, okay. Wenn ich mich dann abgrenze, werde ich ganz schnell unsicher, ob ich mit meiner. Also, du wirkst hier null unsicher, das muss ich dir echt mal sagen. Wenn ich mich dann abgrenze, werde ich aber ganz schnell unsicher, ob ich mit meiner Wuthärte nicht übers Ziel hinausschieße. Also, du kannst ja nochmal. Also, wo Wut ist, da ist natürlich auch noch. Das auch noch Energie, so, ne? Also, das kannst du natürlich wieder in Kontakt bringen, aber dafür müsstet ihr euch natürlich treffen, so. Du kannst ja sagen, ich bin immer noch wütend. Du kannst das einfach sagen, wie es ist und gucken, ob da was passiert, so, ne? Aber wenn du es einfach nicht mehr fühlst, also wirkst auf mich in null unsicher, was das angeht. Also du hast eine ganz klare Meinung zu und hast dich auch ganz klar kommuniziert. Also da ist nichts unsicher, ne? Da würde ich mir jetzt auch nicht einreden, dass du unsicher bist. Also bist du nicht, glaube ich, ne? Deshalb würde ich gerne eine Meinung hören, ob ich hier zu hart oder zu nachtragend bin. Ja, ich denke, ich habe das ganz gut dargestellt hier. Oder habe ich endlich gelernt, für mich einzustehen? Auf jeden Fall. In der Vergangenheit habe ich in Dreierkonstellationen mit Freunden schon öfter die Erfahrung gemacht, dass ich mich wie das fünfte Rad am Wagen fühle. Ja, vielleicht passt es energetisch nicht mehr, ne? Und nicht als gleichberechtigtes Mitglied der Gruppe ernst genommen werde. Ja, und dafür ist halt wichtig, weil das geht häufig halt von innen nach außen, dass du dich ernst nimmst, aber das tust du ganz klar. Und dann sollte sich das auch im Außen zeigen, dass auch du immer ernster genommen wirst. Also ich denke schon, aber das hätte ich gesagt, denn vielleicht nimmt er dich jetzt ernst, aber ich weiß es nicht. Manchmal kommen alte Freunde einfach nicht hinterher, ne? Und wollen, das ist dann wie, wenn du in 30 Jahren wieder aufs Abi-Treffen gehst und du hast gleich wieder die alte, beschissene Rolle, sag ich mal, die du vorher hattest. Ja. Mit deiner Einschätzung meiner Geschichte bin ich sehr dankbar. Vielen Dank für deine unglaublich wertvolle Arbeit. Mach bitte weiter und lass dich von den Hatern nicht unterkriegen. Ja, das ist schon manchmal. Ich habe ja gar nicht so viel, aber ach, das ist unfassbar. Das ist ja das Gleiche, was du ja eigentlich auch erlebst, dass dieses nicht gönnen und runterziehen wollen, das ist unfassbar anstrengend, ne? Auch Social Media auch.
Herzliche Grüße. PS, ich bin durch, jetzt kommt, glaube ich, das andere. Bin natürlich auch auf das Thema Manifestieren aufmerksam geworden und habe das Gefühl, dass ich mich schon einige positive Veränderungen in meinem Leben bewirken konnte. Oft total unverhofft und ganz anders, als ich mir das vorgestellt hatte. Deswegen manifestieren wir immer, läuft ja auch gerade Manifestationskurs, ne? Ich verlinke den auch nochmal. Fokussieren wir uns immer auf das Ziel und nicht auf das Wie hin, weil das soll das Universum sozusagen, wollen wir mal gucken, weil es ist ein gutes Beispiel jetzt dafür, dass, was man den Weg nicht kennen muss, so, ne? Mein völlig unerwarteter Umzug nach New York ist das beste Beispiel dafür. Mein Onkel hat früher für einige Zeit als Diplomat in New York erlebt und er war mein großer Lebenstraum, einmal in seine Fußstapfen zu treten. Ja, cool, sehr cool. Nach meinem Studium hatte ich mehrfach beim Auswärtigen Amt mich für die Diplomatenausbildung beworben, bin jedoch immer in der finalen Runde des Auswahlverfahrens ausgeschieden. Daraufhin fing ich bei einem anderen Ministerium an und hatte meinen Traum von der Diplomatenlaufbahn schon in den Nagel gehängt. Vor 2 Jahren manifestierte ich mir, wie sich eine berufliche Veränderung anfühlt. Wie aus dem Nichts stolperte ich plötzlich, das ist wirklich geil, also wirklich, mein Glückwunsch, stolperte ich plötzlich über eine Stellenanzeige für eine Diplomatenstelle in New York und zwar genau in meinem Fachbereich. Das ist genau, also da bist du wirklich Master geworden hier, wirklich herzlichen Glückwunsch. Das ist genau, wie das funktionieren soll. Du machst halt diese, was da auch in meinem Kurs genannt ist, diese Manifestationsübungen. Und dann heißt nicht, dass man nichts tun muss, sondern man stolpert dann zufällig, ich kann es natürlich nicht belegen, so, ne, aber es ist meine Erfahrung auch gewesen, zufällig über genau die Informationen, die man braucht. So, und da muss man natürlich noch zugreifen. Hätte sich natürlich jetzt auch nicht bewerben können. Da muss es natürlich, das nennt man dann immer in dieser Art der Manifestationspsychologie die inspirierte Aktion. Also du machst nicht einfach irgendwas, sondern wenn sich dir irgendwas ergibt und dann schlägst du aber auch zu sozusagen. Ne? Ich bereite mich wie ein Verrückter auf das Bewerbungsverfahren vor. Das Universum hilft dem, der sich selbst hilft, spürt aber tief drin ein Grundvertrauen, dass jetzt meine Chance ist. Und auch wenn niemand in meinem Umfeld damit gerechnet hätte, habe ich die Stelle tatsächlich bekommen. Oh, ich freue mich so für dich. Heute, knapp 1,5 Jahre später, muss ich mir manchmal immer noch einen Arm kneifen, um zu realisieren, dass sich mein Lebenstraum verwirklicht hat. Und das Beste ist, hätte ich damals eine Diplomatenlaufbahn im Auswärtigen Amt begonnen, wäre die Chance, dass jetzt in meinem jetzigen Alter schon einen Posten in New York bekommen hätte, verschwindend gering gewesen. Es ist wirklich, also unter anderen Worten, du hast das erreicht, was du unter Umständen vorher hättest gar nicht erreichen können. So, ne? Und das ist genau, wie das funktioniert. Ich habe mal so eine Story gehört von jemand, der wollte sich eine große Wohnung manifestieren und wie war das denn? Und dann kam auch sowas, irgendwie hat er in einer anderen Stadt ist ihm eine Wohnung angeboten worden und er dachte, oh, das ist es jetzt, ist in die andere Stadt gegangen und da war aber alles scheiße und dachte, scheiß Manifestation. Und dann hat sich die Person überlegt, ich gehe wieder zurück in die alte Stadt, da war natürlich die alte Wohnung war weg und hat dann gesucht in der alten Stadt und hat dann in der alten Stadt die tolle neue große Wohnung gefunden. So. Und ja, ich hoffe, ihr versteht jetzt, worauf das hinausläuft. Also es brauchte sozusagen diesen Umweg, sonst hätte man es gar nicht gemacht. Ich glaube, es wollte auch gleichzeitig in eine andere Stadt gehen oder so. Und ist dann aber in der gleichen Stadt in der großen Wohnung gelandet und es war genau das Richtige so. Ne? Ja, so kann es mir mal sein. Ne? Naja, klappt natürlich auch nicht immer, aber ja, also so, ich finde das ja auch ein ganz faszinierendes Thema, muss ich wirklich sagen. Also, sehr gut. Es ist wirklich erstaunlich, welche verschlungenen Wege das Universum manchmal geht, um einen ins Ziel zu führen. Noch einmal herzlichen Dank für deine Arbeit. Super, also klopft dir auf die Schulter von hier. Sehr, sehr gut. Und genau, verlinkt die Kurse nochmal drunter. Das mit der App habe ich schon gesagt. Und wollte ich nochmal sagen, dass wenn du dich für meine Arbeit interessierst und das auch so weitergeben willst, vielleicht in deinem Beratungskontext, sind die Tore jetzt offen. Derzeit zum Frühbucherpreis für meine Paarausbildung, Paarberatungsausbildung, Einzelberatungsausbildung für Leute in Liebessucht, Liebeskummer, toxischen Beziehungen. Und neu soll es jetzt auch, also es geht alles Ende des Jahres los, eine Dating-Coach-Ausbildung geben, genau. Und auch das, ja, das ist relativ leicht zu finden. Ich glaube, das verlinke ich nicht extra. Das ist unter Ausbildung auf liebeschipp.de zu sehen.
Ja, und dann gibt es zum Frühbucherpreis hier den neuen Kurs, der kommt ja im Oktober raus, Anfang Oktober. Breaking Good, also wie du sozusagen negative Erfahrungen besser verarbeitest, dass sie dich nicht stören bei neuem Dating. Genau. Ja, sehr cool, hat Spaß gemacht, E-Mail. Und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.